Alles klar. Mach auf, mach auf, mach auf. Oh! Und damit wieder ein recht herzlichstes Willkommen hier zurück zu Dead Space. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start und befinden uns aktuell immer noch auf dem Weg zu Mercers Quartieren, zu den Luxusquartieren. Steht hier oben auch drauf, ne? Er hat sich einfach mal ein Luxusquartier gegönnt. Ja, da befinden wir uns gerade auf dem Weg dorthin. Das ist ja eine optionale Mission. Das interessiert mich natürlich auch, was... Was? Lacht? Der folgende Abschnitt enthält Darstellung eines Suizids. Warum? Wieso? Weshalb? Okay. Es wird auf jeden Fall wieder sehr spannend. Okay, da drinnen wahrscheinlich. Aber wir müssen eigentlich dahin. Schauen uns mal den Raum erstmal noch komplett an. Hier brauchen wir wieder einen Energiekern. Luxus-Badezimmer. Alter. Hier kriechen gerade so viele Viecher, glaube ich, rum. Was gibt es denn im Luxus-Badezimmer? Okay. So luxuriös sieht das hier gar nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Schüsseln kannst du ja nicht mal abschließen hier. Keine Tür. Toll. Richtig viel Luxus. Okay, das hier wäre Mercers Quartier. Dr. C. Mercer. Hier oben rumkriecht. Luxus-Ruhekojen. Keine Musik oder laute Geräusche. Oha, ey. Ach, guck mal hier. Das war so klar. Oh nein, es ist wieder der Regenerator. Was geht denn jetzt ab? Alter! Wow, wow! Ich glaube, das ist wirklich der Regenerator schon wieder, oder? Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Mir wenigstens irgendwie ein bisschen Munition oder sowas wieder. Okay, keine Energie. Und jetzt? Ich gehe mal da rein. Alles klar. Mach auf, mach auf, mach auf. Oh! Mann, dieser Regenerator geht mir so auf den Keks, ne? Oh. Was kommst du denn jetzt her? Gib mir mal so einen Stachel. Haben wir noch einen? Dann noch einen. Oh Gott.
Ja. Das bleibt liegen. So, jetzt bin ich unter Zeitdruck und muss hier alles looten. Toll. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Da hat er irgendwas gerade geblitzt. Oh Mann, hier ist der Energiekern. Okay, wie mache ich das jetzt am blödsten? Nee. Ach, hier drunter ist noch was. Aber sieht nicht so aus. Du bleibst da. So, dann schnell das Ding hier einsetzen. Jetzt Ruhe. Ich glaube, für den Moment haben wir gerade ein bisschen Ruhe. Alter Schwede. So, könnten wir da ein großes Medkit benutzen. Okay. Echt jetzt? Hm. Oh, oh Gott. Und tschüss. Nee, nee. Die können da bleiben. Luxusbadezimmer waren wir schon. Hier ist Mörsers Quartier. Da müssen wir eigentlich rein. Was geht ab? Isaac? Tut mir leid, Spätschicht. Wie geht es dir? Meine Mutter, sie... Octavia? Wie geht's ihr denn? Sie ist tot, Nicole. Sie beide. Sie hat Dad getötet, dann sich selbst. Die Kirche... Sie haben die Leichen mitgenommen, bevor... Oh, mein Gott. Oh, Isaac, es... Es tut mir so leid. Diese scheiß Unitologische Gehirn. Stopp, hör auf. Sag einfach nichts mehr. Du hast gesagt, sie sei wieder sie selbst. Zu Hause würde es ihr besser gehen. Ich habe dir vertraut. Gott. Du hättest sie gleich selbst töten können. Es ging ihr besser. Du wolltest, dass ich zu Ishimura aufbreche. Du hast mich gedrängt. Weißt du was? Fahr zur Hölle, Isaac. Nicole? Nicole! Ich hab... Gott, nein. Nicht sie auch noch. Isaac? Ich bin's. Ich würde so gerne mit dir reden. Sie wollte reden. Sie ist nicht verloren. Es tut mir leid. Ich bring's in Ordnung. Wirklich? Ich rette uns beide. Es tut mir alles so leid. Was ein Psycho-Horror hier. Ey, verdammter Mist. Krass, okay. Also sind sie nicht wirklich, ich sag mal, friedlich auseinandergegangen oder haben sich... Die letzten Gespräche waren anscheinend nicht so friedlich. Oh Mann.
Achso, Mörsers Quartier, ja, logisch. Waffen-Upgrade. Energiekanonen-Upgrade, okay, ja. Die benutzen wir ja eigentlich nicht. Logbuch abgerufen. Nimmt das auf? Ich muss das festhalten. Mörsers Grausamkeit. Er hat entschlüsselt, wie das Signal des Markers das Gehirn beeinflusst und wie man... Oh mein Gott. Ah, Dr. Brennan. Mal sehen. Terence Kane hat sie reingelassen? Schade, dass er nicht hier ist. Er hat nicht verstanden, dass diese Tragödie auch eine Chance ist, den Tod zu besiegen. Weiter. Diese Kreaturen. Reanimiertes Gewebe. Zelluläre Unsterblichkeit. Ich weiß, wir waren nie einer Meinung, aber ich verstehe es jetzt. Es gibt so viele, die ich hätte retten sollen. Also kamen sie zu mir. Weil sie gelernt haben, mit dem Marker zu kommunizieren. Ich bin so nah dran. Ich dachte, er enthüllt die Geheimnisse, die ich brauche. Sie sind eine Frau der Wissenschaft. Nicht des Glaubens. Überlassen Sie mir den Marker. Das sind Ihre Autopsieberichte. Sehr gründlich. Sie brauchen natürlich noch eine Peer Review. Und der arme Terence kann nicht mehr helfen. Ja. Es gibt nur einen Mann, dem ich vertraue. Wirklich sehr gründlich. Und nützlich. Für Mr. Harris' nächste Operation. Es wurden keine relevanten Rick-Aktivitäten aufgezeichnet. Ja, okay. Was soll ich jetzt dazu sagen, ey? Hat sie sich ja gerade nochmal irgendwie ein bisschen rausreden können. Ja, bestimmt lebt sie auch noch. Gehe ich mal stark von aus. Gut, na dann machen wir jetzt die Hauptmission weiter. Ich habe auf jeden Fall einen Erfolg dafür. Oh! Hallo. Boah, wie sieht der jetzt denn aus? Haben wir hier noch irgendwo? Ja, haben wir. Sehr gut. So, hatten wir die alle gesiedelt? Bin mir nicht sicher. Noch irgendwo einer hier? Nein, Badezimmer waren wir. Wir können hier auch noch was umstellen. Türen und Lichter. Okay. Hier kamen die anderen Viecher, die sind da immer noch. Okay. Waren wir hier schon drinne? Hier waren wir auch schon drinne. Hier hatten wir den Energiekern rausgeholt, um uns das Vieh mal wieder genervt hat. Aber sonst scheint es hier, glaube ich, nichts weiter zu geben. Sieht zumindest nicht so aus. Wie bist du denn da hingekommen? Okay.
Dann haben wir hier noch diese eine Tür, die keine Energie hat. Und diese Tür, okay. Da sind die anderen Viecher drin. Und dann machen wir die zwei Türen dann noch auf. Da wird auch bestimmt nichts passieren, wenn ich das jetzt umlege. Hallo. Ach, das ist beides der gleiche Raum für die Tür, okay. Was? Warum liegen da Leichenteile im Regal? Was ob's da liegt noch eine Puppe? Pack dich mal zu den anderen Sachen. Aber da ist kein Platz. Hier. Das passt auf jeden Fall. Warum ist hier ein Scheinwerfer? Was soll der mir sagen? Munition, okay. Hier ist ein Sprengding. Ah, ein goldener Halbleiter. Naja, immerhin. Gut, ich nehme mal gleich mit. Können wir für den anderen Raum benutzen. Ey, was ist denn hier passiert? Junge, Junge, Junge. So, wo seid ihr denn? Hi. Oh Gott, du kommst ja noch rein. Echt jetzt? Oh, beide erwischt. Sehr schön. Hier war aber noch ein anderes Vieh. Doch nicht? Na gut. So, und was passiert, wenn ich jetzt die Lichter anmache? Bringt mir das was anderes? Okay, jetzt sind die Lichter an. Im Luxusbadezimmer oder was? Aber was bringt das? Darf ich nicht. Nein, bleib doch. Oh Gott, bleib doch offen. Ich lasse mal die Lichter an. Wer weiß, was das bringt. Lichter alleine bringen ja nichts. Gucken hier trotzdem nochmal kurz rein. No, hat sich nicht wirklich was geändert. Okay, dann müssen wir jetzt die Ranken im Vorstandsquartier zerstören. Na, warte mal. Können wir die Türen da aufmachen? Ich glaube schon, oder? Waren wir da schon drinne? Da waren wir noch nicht drinne. Okay, cool, cool, cool. Warte, dann... Dann gehen wir hier nochmal schnell zurück. Und machen nochmal die anderen Türen auf. Genau, jetzt sind die nämlich auch offen. Wieder eine Puppe da. Nochmal ein goldener Halbleiter. Cool. Hallo?
für eine Kiste hier? Ah, guck mal, das ist eine Master-Überbrückungskiste. Waffen-Upgrade. Für den Flammenwerfer. Okay, cool. Nett. Dann war die andere Kiste vom ganz vom Anfang. Bestimmt auch noch ein Waffen-Upgrade. Aber ich weiß halt nicht mehr, wo die war. Okay. Nett. Jetzt müssen wir aber wirklich mal wieder zur Bank und ein bisschen was verkaufen. Ein paar Waffen-Upgrades abgeben. Können wir ja doch noch ein bisschen was machen, man. Und Geld wollten wir ja auch noch sparen. Wie sagen wir gerade aktuell? 10.000 glatt. Okay. So, ich würde behaupten, ich mache trotzdem die Lichter wieder an. Wer weiß, wofür die gut ist. Vielleicht kommen wir jetzt gleich noch in einen Bereich, wo es dunkel ist. Und dann gehen wir wieder zurück. Mhm. Gibt da eine Speicherstation irgendwo? Pfeiltasten war das hier. Ja, da hinten kommt die Speicherstation und die Bank und so weiter. Alles klar. Okay. Gut. Na dann, meine lieben Freunde. Würde ich ganz einfach mal wieder behaupten. Wir speichern und dann machen wir den Rest im nächsten Part. Okay, jetzt hat sich hier noch ein Gang geöffnet. Der bringt mir jetzt was. Da hinten ist noch eine Kiste, da ist auch noch eine Tür. Hm. Ist aber auch noch ein Bereich, in dem wir nicht waren, ne? Achso, ja, das ist die Tür, na klar. Aber wie kommt man da hin? Besatzungsquartiere. I don't know. Gut, dann machen wir jetzt hier aber wirklich Schluss. Dann sage ich wieder recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Dead Space oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Da rein.